Wir sind Auffangbecken für Emotionen. Wir sind wie eine Vase als Erwachsene, als Eltern, als Wegbegleiter für unsere Kinder, wie eine Vase, die so unglaublich stark ist, dass die Kinder da ihre Emotionen reinladen können. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festl, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute wieder hier im Podcast und diesmal mit einer Teenager-Situation, nämlich der Frage, wie gehe ich als Elternteil um, wenn mein Kind seine Grenze wahrt und da vielleicht eben den Raum verlässt, um zu sich selbst zu kommen im Konflikt. Lasse ich mein Kind dann einfach in Ruhe oder suche ich das Gespräch? Ja, darum geht es heute, um Gesprächsführung, um das Feingefühl, das sich kennen und letztendlich wie immer das gemeinsam wachsen. Ich berichte dir jetzt erstmal die konkrete Situation und dann erhältst du von mir einige Impulse dazu. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Episode. Liebe Manuela, folgende Situation. Es ist 20.30 Uhr, wir sitzen eigentlich entspannt und lachend auf dem Sofa. Dann bitte ich Milan, schon Zähne putzen zu gehen, weil ich in die Badewanne möchte. Er ärgert sich und die Stimmung kippt. Milan geht schimpfend in sein Zimmer, schlägt die Tür zu und wütet noch laut hörbar in seinem Zimmer herum. Solche Situationen kommen immer wieder mal vor. Was soll ich tun? Ihn in Ruhe lassen? Das Gespräch suchen? Da bräuchte ich jetzt fast noch ein bisschen mehr Stoff. Worüber meinst du denn, hat er sich geärgert? Was könnte das gewesen sein? Vielleicht wäre er gern mit dir in die Badewanne gegangen? Oder er will auch in die Badewanne? Nee, das glaube ich nicht, ne? Was sein kann bei Milan ist, dass er nicht möchte, jetzt so von seinem Alter her auch, der ist 12, dass du ihm quasi Richtungen vorgibst. Dass er selber entscheiden möchte, wann er Zähne putzen geht. Also sein Bedürfnis nach Autonomie gerade eingeschränkt wurde. Was du machen kannst, ich meine, er geht in sein Zimmer, macht die Tür zu. Das ist seine Art und Weise, mit seiner Wut umzugehen. Er spürt sie und er braucht da vielleicht Abstand für sich selber und Ruhe. Und was soll ich tun? Ihn in Ruhe lassen oder das Gespräch suchen? Was sagt dir denn dein Herz, Maike? Grundsätzlich immer das Gespräch suchen. Ich würde immer das Gespräch suchen. Der Unterschied, oder nee, wenn er da in seinem Zimmer ist und er hat die Tür zu, dann ist es sein Bereich, ja, gerade auch als Teenager. Das ist so seins. Reinplatzen und Tür aufmachen und so, da würde ich seine Privatsphäre natürlich schon respektieren. Und was du aber machen kannst, ist, dass du klopfst oder vor der Tür stehen bleibst und sagst, ich bin hier draußen, ich bin jetzt auch ganz erschrocken, dass du so wütend weggegangen bist. Habe ich gerade irgendwas gesagt, was dich verärgert hat? Ich bleibe jetzt mal hier, bis du kommen magst. Oder ich bin hier außen und ich möchte einfach den Kontakt zu dir haben. Also auch wieder ein bisschen Impulskontrolle zu assistieren, zu koregulieren. Denn auch so ein Teenager braucht immer wieder mal Koregulation, gerade weil er sich auch körperlich so stark verändert. Und ich würde da das Gespräch mit ihm suchen, ja. Du erfährst ja auch gerade von dem Teenager, der ja keine Sprachprobleme hat, also der ja schon wirklich so alt ist, dass er sich gut artikulieren kann, im Gegensatz zu einem Zweijährigen, ja, zum Beispiel, oder einem Fünfjährigen, der dann teilweise in der Wut gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Da ist ja der Teenager schon viel besser ausgebildet, da ist er kognitiv eine ganz andere Hausnummer.
Und wenn du das Gespräch suchst, hast du die Chance herauszufinden, was los ist. Es kann ja auch sein, dass er im Gespräch zu dir sagt, ich will da jetzt nicht drüber sprechen. Dann kannst du das respektieren und sagen, und ich bin trotzdem da. Wenn du bereit bist, darüber zu sprechen, bin ich da. Ja, signalisiere ihm, dass du da bist, dass du fähig bist, seine Emotionen auszuhalten. Wir sind Auffangbecken für Emotionen. Wir sind wie eine Vase als Erwachsene, als Eltern, als Wegbegleiter für unsere Kinder, wie eine Vase, die so unglaublich stark ist, dass die Kinder da ihre Emotionen reinladen können. Und dass die Vase so stark ist und so viel Kraft und Energie hat, darum dürfen wir uns kümmern als Eltern. Und wir können das dann aushalten. Da dürfen die Kinder ihre Emotionen reinschütten und ich kann damit gut umgehen. Ich kann die Emotionen dann wegpacken, die Vase woanders hinstellen oder ausleeren und andere Blumen damit gießen oder wie auch immer. Aber wir können, das ist so das Bild, ja, wenn ich mich triggern lasse, nämlich von der Wut von meinem Sohn, dann bin ich ja nicht mehr reguliert. Dann bin ich ja erstmal angespannt und dann übernehme ich vielleicht auch das Problem von meinem Kind. Wenn ich aber im Gleichgewicht bin, wenn ich selber gerade integriert bin und zwar mit meinen Gehirnhälften links und rechts und ich will die Beziehung integrieren, eine integrierte Beziehung haben, also ganz klar sagen, hey, ich bin da für dich, weil ich bin gerade ganz in der Balance und ich sehe, dass du gerade im Ungleichgewicht bist, dann kann ich dir helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und da braucht es wirklich Stabilität und eben auch Kraft, das auszuhalten und das Gespräch, einfach die Worte, die wir haben, das ist unser Werkzeug, deswegen würde ich ins Gespräch mit ihm gehen und schauen, ob er sich öffnen mag. Und vielleicht sich auch nicht öffnen. Vielleicht mag er erstmal noch ein bisschen sich ärgern, was auch immer es war. Biete es ihm an, dass Zeit da ist, dass du Zeit drüber sprechen kannst mit ihm. Ja, es sind schon viele Aufgaben, die wir da so haben. Teilweise vermeintlich nur kleine Situationen, kleine Momente, die aber wirklich viel ausmachen können, wenn wir reagieren wollen und können. Genau. Es geht wirklich um diesen schmalen Grat zwischen ich lasse dich in Ruhe, Distanz, komplette Distanz und zu krasser Nähe mit ich platze rein und jetzt sag doch mal und sprich oder so, sondern wirklich so diesen Respekt zu wahren zwischen ich toleriere oder ich nehme an. Ich nehme dich an, ich akzeptiere dich so, ich kann dich so annehmen, weil ich stark genug bin und ich mag dir helfen, ich mag dich verstehen. Ja, ich will wissen, wer du bist und was dich verärgert hat. Und dann, wenn ich das weiß, kann ich neu reagieren. Dann kann ich es nächstes Mal anders machen. Oder wir finden einen Weg. Oder vielleicht finden wir heute auch erst keinen Weg und wir machen eine Familienkonferenz und finden dann vielleicht in 3 Tagen eine Lösung. Also da diesen Weg zu finden und ihn auch zu gehen, das ist wirklich einfach immer sehr spannend. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.